Hallo und herzlich willkommen zu unserem 10 Minuten Six-Pack-Workout. Mein Name ist Marco. Ich bin Theresa. Wir haben für euch ein Six-Pack-Workout zusammengestellt. 10 Minuten, um deine Bauchmuskeln zu stärken. Alles, was du dazu brauchst, ist eine Wasserflasche oder, wenn du gut ausgestattet bist, eine Handschuhe. Wir haben zwei Varianten für euch. Eine einfache und eine Hardcore-Variante, die strengere Variante, die Terry ausführen wird. Wir legen gleich los. Wir haben für dich drei Übungen zusammengestellt. Mach dich bereit. Wir fangen an in einer Plank-Position, kommen mit den Unterarmen auf den Boden und bleiben 20 Sekunden in der Position. Ready to go? Starten in 3, 2, 1. So, wir sind in Position, Start und Bauch zur Wirbelsäule, Hinterkopf zur Decke, Blick nach unten und halten. In den Bauch atmen. Wir haben noch 6, 5, 4, 3, 2, direkt auf die rechte Seite drehen. Side Plank, eine lange Linie, Faden am Hinterkopf. Öffnen, Hüfte nach vorne und Stamme, die durch die Hüfte läuft. Und weiteratmen. Noch 5, 3, 2, 1. Seitenwechsel. Andere Seite. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Gut, kurze Pause, zweite Übung kommt. Wir nehmen das Hilfsmittel, das Gewicht, die Gewichtsscheibe, die Hantel oder eine Wasserflasche. Wir kommen zu den Crunches. 90 Grad im Knie, ist die einfache Variante, Terry zeigt die schwerere. Und machen Crunches, senkrecht zur Decke stoßen. Ein Ausatmen, Kinn runterziehen und die Hantel nur in Richtung Decke. Sekunden, wir haben noch 15, die Hälfte ist geschafft. Und 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, am Boden bleiben, Gewicht weg. Komm zu den Lower Legs, leg dich auf den Rücken, Kopf auf der Matte und wir starten Lower Legs. 10, berühren den Boden, 30 Sekunden, ready, set, go. Einfache Variante, immer wieder zurück, unter Rücken bleibt auf dem Boden. Tief ein, ausatmen. Und den Bauch spüren. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Als nächstes kommen wir in den Sitz, in das Boot. Nimm deine Hände unter die Knie her, schön Brust öffnen, Schulter zurück nehmen, gerade rücken. Heb deine Beine vom Boden ab, das ist die leichte Variante, die Marco vorführt. Versuche deine Arme seitlich auszustrecken. Und die schnelle Variante, streck deine Beine so weit es geht nach unten und halt. Halt die Übung. Schön, weiter atmen und nicht die Luft anhalten. Und die letzten 10 Sekunden. Zieh dich hinter Brust, schiebe. Zieh dich hinter Brust, schiebe. Und lösen. Wir kommen zum Russian Twist. Du darfst ein Gewicht nehmen. Leichte Variante. Lass die Ferse auf den Boden. Und rotiere schön nach links und nach rechts. Genau.
Wenn du es ein bisschen schwerer möchtest, hebt dann, ja? Und hier. Nehmt es auch mit, wie wichtig es schwer ist, einfach, dass es nicht weg ist. Bleib schnell dabei. Blick über die Schulter. Das magst du noch. Durchhalten. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Und geschafft. Direkt in die zweite Übung. Bauchcrunch. Mit deiner Boxflasche oder Gewicht. Knie 90 Grad. Oder gestreckt, wenn du es intensiver magst. Hände nach oben zur Decke und 30 Sekunden. Go. Schieb dich weit zur Decke hin, sodass dein Rücken, der obere Rücken sich löst. Vorstellung: ein Apfel zwischen Kinn und Brustbein einklemmen. Noch 10. 5. 3, 2, 1, kurze Pause, Kniescheibe weg, Lower Legs. In 3, 2, 1, Toe Touch, einfache Variante, oder mit beiden Beinen, wenn du es intensiver magst. Wieder gut atmen, tief ein- und ausatmen. Noch 10. 5, 4, 3, 2, 1 und kurze Pause. Ich bitte. Willkommen in der Mitte. Das ist gut. Für die leichte Variante mit Beine einwinkeln lassen.
die Hände zur Seite. Für die schwere Variante strecken Beine und wir halten. Schön Beine bewegen. Und schön atmen, nicht vergessen. Halte noch durch. Sekunden. Wir ziehen ran, schieben weg. Wir ziehen ran, schieben weg. Und wir lösen. Wir kommen zu den Waschentritts. Nimm dafür wieder unser Gewicht. Für die leichte Variante lasst ihr nicht die Fersen auf den Boden. Für die schwere Heber. Blick über Schulter und runter zu. Und die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und wir lösen. Zum Schluss kommen wir nochmal auf den Rücken für die Handrest. Komm auf deine Schulterblattspitzen, hinten leicht zur Brust, neben zum Bauchnabel. Lass deine Beine gebeugt für die leichte Variante. Bin schwer, streck die Beine und go. Und schön pumpen. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut und bis dahin. Schönen Tag euch. Ciao.